Bürgermeisterin, die hat im Alltag mit geflüchteten Menschen. Bis zu 69.000 Migranten sind seit 2015 nach Sachsen geströmt. Petra Köpping, sächsische Staatsministerin für Gleichstellung und Integration, hat im vergangenen Jahr das Förderprogramm Integrative Maßnahmen aufgelegt. Die Landkreise konnten per 5. August kommunale Integrationskoordinatoren einstellen, die bei zähen Verwaltungsakten wertvolle Unterstützung leisten. In dieser Woche eröffnete Ministerin Köpping eine Schulungsreihe für diese KICs. Damit sollen die Dinge besser laufen. Weil eben ganz viele neue Regelungen im Bereich des Asylrechts, im Bereich der Integration, fast täglich kann man ja sagen, aus Berlin, aus Dresden kommen, wo einfach der Bürgermeister oder die Bürgermeisterin jemanden brauchen, der sie an dieser Stelle entlastet. Es gibt ja viele andere Aufgaben, die sie zu erledigen haben. Und ich möchte gerne, dass Integration Alltag wird und dass an diese Menschen, an diese KICs sich jeder wenden kann. Konkrete Inhalte der Schulung widmen sich den Aspekten Spracherwerb, Zuwanderung, Arbeitsmarktzugang, Asylverfahren und der institutionellen Vernetzung. Aufklärung durch die KICs soll Einwohnern wie Migranten helfen. Dass man weiß, wie tickt denn jemand, der aus einem anderen Land kommt. Es gibt ja durchaus kulturelle Unterschiede auch. Aber ich möchte eben auch, dass man sehr schnell an unsere Systeme heranführt. Dass man sehr schnell weiß, wie Deutschland tickt, wie es hier funktioniert. Was muss ich denn machen? Warum reagieren Menschen, wie sie reagieren? Eben auch für die ausländischen Menschen und für die deutsche Bevölkerung. Also dieses Zusammenführen der Bevölkerungsgruppen, das ist eines der wichtigen Anliegen der KICs. Ängste verstehen und gemeinsam handeln zählt ebenso zum Aufgabenspektrum der neuen kommunalen Integrationskoordinatoren sowie zahlreichen ehrenamtlich Engagierten im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge. Ein heißer Draht zu Bürgermeistern, Bürgern und Asylbewerbern. Landratsabgeordnete Kathi Hille hält in Pirna die Fäden in der Hand. Die KICs werden nicht hier im Landratsamt im Büro sitzen, sondern wirklich vor Ort sein, bei den Menschen, mit den Flüchtlingssozialarbeitern und den Flüchtlingen arbeiten, mit den Helfern vor Ort arbeiten, mit den Behörden, meinetwegen, wenn es um Schule, Kita geht. Und es geht einfach darum, das, was man sich im letzten Jahr beziehungsweise in den beiden letzten Jahren aufgebaut hat, weiter an Netzwerken zu verstärken, die Koordinatoren dort als Ansprechpartner vor Ort, sage ich mal auch so als Mittler zwischen Landkreis und Kommune dort zu sehen. Und ich denke mal, das Projekt wird dazu dienen, dass vieles an Verständnis innerhalb der Kommunen noch einfacher zu transportieren sein wird. Vieles müssen die KICs nun aufarbeiten. Staatsministerin Köpping räumt ein, dass in den ersten Monaten der Flüchtlingswelle vieles schiefgelaufen ist. Sie kann den Vertrauensverlust der Bevölkerung in die Politik nachvollziehen. Wir hatten einfach nachts oder abends einen Landrat angerufen, der ihm gesagt, morgen bringen wir 200 Menschen in deiner Gemeinde XY unter. Der Bürgermeister oder die Bürgermeisterin hatte keine Chance, die Bevölkerung, die Gemeinde, den Stadtrat zu informieren. Wenn, dann nur kurz. Manchmal stimmten die Zahlen, zu denen er informiert hat, am nächsten Tag schon gar nicht mehr. Das ist nicht nur in Sachsen so gewesen, das ist deutschlandweit so gewesen, weil eben auch so viele Menschen gekommen sind. Und die erste Aufgabe war, ihnen ein Dach über den Kopf zu geben. Und diesen Vertrauensverlust, der dadurch entstanden ist, den müssen wir wieder wettmachen. Vertrauen und Partizipation. Die kommunalen Integrationskoordinatoren schultern eine vielseitige Aufgabe. Die Schulung durchs Ministerium soll ihnen wirksam helfen.